Moin Jungs, wenn ihr euch für die anstehende Beta von Modern Warfare vielleicht schon überlegt habt, ob ihr doch vorbestellen wollt, geht einfach auf eneva.com. Da könnt ihr zum Beispiel eine 50 € PSN-Karte zum aktuellen Preis von 42 € kaufen. Das heißt, ihr macht 8 € Gewinn im Prinzip. Einfach nur gucken, dass die Karte für Deutschland aktiviert werden kann. Die gibt es nämlich für jedes Land. Dann drückt ihr auf Kaufen. Gebt den Rabattcode Cheppy ein und bekommt noch lockere, entspannte 1,50 € oder 1,27 €, um ganz genau zu sein, hinterher. Das heißt, ihr zahlt für 50 € PSN-Guthaben nur 41 €. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Das Video kommt jetzt einen Tag später, als ich es eigentlich geplant hatte. Und das hat einen einfachen Grund. Ich habe gedacht, ich gucke mir einfach ein paar Kommentare an, kann dann entscheiden, mit wem ich jetzt auch in Zukunft gerne irgendwie... Das geht ja über Daddeln hinaus, mit wem ich Projekte starten möchte, wem ich gerne helfen möchte, mit welchen Leuten, die es für mich verdient haben. Und ich weiß, dass es nicht viele YouTuber machen. Und es ist bestimmt viel Arbeit für mich am Anfang, aber das Ziel von diesem Clan ist, dass ich mich da irgendwann komplett rausziehen kann und 10 unabhängige Jungs, von mir aus unabhängig, gemeinsam was richtig Cooles aufbauen. Dabei will ich helfen. Und ich habe mir gestern auf der Couch entspannt alle Kommentare angeguckt. Es sind über 330 Bewerber gewesen. Wahnsinn, Leute. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Absolut krass. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Dann habe ich welche gehabt, dann habe ich das nochmal umgeswitcht. Und ich werde euch versuchen, heute im Kurzdurchlauf zu erklären, warum ich mich für wen entschieden habe. Und eine kleine Überraschung für die, die jetzt nicht dabei sind. Ich habe mich für insgesamt 8 Leute entschieden, plus mich sind 9. Das bedeutet, wir haben 2 freie Plätze und diese 2 freien Plätze lasse ich von der Community entscheiden. Das heißt, wer heute noch nicht dabei ist und immer noch Interesse hat, in den Clan reinzukommen, kann bis einschließlich Sonntag unten in die Kommentare schreiben, seine Bewerbung, und die Community entscheidet. Das heißt, die beiden, die die meisten Likes auf ihrem Kommentar haben, beziehungsweise auf ihrer Bewerbung, nicht jetzt, werden mit in den Clan genommen und ich werde da auch kein Vetorecht mehr haben. Das heißt, Community entscheidet. Der erste, der bei mir mit im Clan ist, und das machen wir jetzt kurz und schmerzlos, ich versuche euch das zu erklären und wie gesagt, vielen Dank für die Einsendung, ich kann leider nicht 330 Leute nehmen. Der erste, der bei mir drin ist, vielleicht weniger Überraschung für die meisten, ist Sharky. Sharky habe ich vor ein paar Wochen kennengelernt, ein cooler YouTuber, wirklich, cuttet seine Videos sehr interessant, ist ein lustiger Typ, ist ein sehr netter Typ. So wie man sich das vorstellt, mit dem man gerne mal zusammenarbeiten möchte und mit dem man gerne zocken möchte. Deshalb Sharky, willkommen, erstes Mitglied bei uns. Dann haben wir das zweite Mitglied, jemand, der mich schon seit Ewigkeiten begleitet, in jedes Video guckt und immer dabei ist, und zwar Toxic Spirit. Der ist bei Instagram dabei, bei Twitter dabei, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann der dazu kam, das muss schon eine Ewigkeit her sein. Toxic Spirit, du bist auf jeden Fall auch dabei. Mit seiner Bewerbung, Cheppy, meine Begründung, um deinen Clan zu kommen, lautet, ich habe recht viel COD-Erfahrung, Multiplayer als auch CWL, zum bin ich schon mal ein großer Fan von dir, das kann ich bestätigen. Von dir, deinem Content und würde mich als recht guten Spieler bezeichnen. Ich fand, dann schau ja noch ein bisschen was, ist eingeblendet, ich fand den einfach cool. Der ist seit Anfang an dabei und er hat deswegen die Meinung vertreten, er hat's verdient. Das heißt, Toxic Spirit, willkommen, schön, dass du dabei bist. Wenn wir dann weitergehen, jemand, der mich vor ein paar Wochen schon mal angeschrieben hat, Brothers at War. Das ist ein Clan gewesen, der hat sich aufgelöst und der Leader davon hat mich jetzt angeschrieben. Er schreibt, Moinsen Cheppy, da es unseren Clan nicht mehr gibt, wäre das doch genau das Richtige. Schon ist es wieder ein Kriterium für mich gewesen. Er weiß, wie es in so einem Clan abläuft. Er weiß, wie es ist, wenn man da vielleicht so einen kleinen Upload-Plan hat, wie es ist, miteinander umzugehen. Da sind so viele Sachen, die hier mit reingespielt sind. Hat auf seinem YouTube-Kanal 200 Abonnenten. Das heißt, da können wir wie bei Sharky noch einiges draus machen. Und deshalb war da auch für mich, nach vielem, was ich gelesen habe, die Entscheidung. Auf jeden Fall, Brothers at War, du bist auch dabei. Herzlich willkommen. Dann 2 Stück, deren Bewerbung ich hier gar nicht erst groß thematisieren muss. Und zwar Dark Dragon, MSDK und Rattenkarl. Die beiden habe ich auch vor ein paar Wochen kennengelernt, mehr durch Zufall. Rattenkarl spielt in der Lobby gegen mich, ich war mit meinem guten Kumpel Luki unterwegs, Ratti auch mit dem Kumpel, und hat dann ein sehr witziges Video drüber gemacht. Und das, was ich aus der Community bisher kenne, wenn man gegen die spielt, es wird gehatet, es wird beleidigt und keiner spielt mehr, weil er Spaß dran hat oder weil er mal eine coole Herausforderung sucht. Und bei ihm war das anders, vom ersten Moment an sympathisch, auf einer Wellenlänge, genauso wie sein Kumpel Dark Dragon, mit dem jetzt ein, zwei Mal und mich unterhalten. Auch ein Content Creator, sehr, sehr cool einfach, ein guter erster Kontakt, und da habe ich mir gedacht, das sind 2 Leute, die wissen, wie es ist, Content Creator zu sein, die wissen, wie es ist, gut spielen zu wollen, gut spielen zu müssen, je nachdem, was man zeigen möchte. Auf jeden Fall beide mit dabei, beide herzlich willkommen. Dann habe ich mich dafür entschieden, dass der gute Luki mit dabei ist. Ich glaube, mein allererster Moderator auf dem Kanal, mein allererster Abonnent auf dem Kanal, der allererste, mit dem ich mal gesprochen habe, nachdem ich mit YouTube anfing.
Ich weiß noch, mein allererster Stream über die PlayStation ohne Kamera, ohne Headset, nur mit dem Mikrofon auf dem Kopfhörern drauf. Und ich hatte 0 Zuschauer, wie das bei 0 Abonnenten ist. Und er war der allererste, der mit dabei war im Urlaub und die erste Woche komplett durchgezogen hat. Sehr cooler junger Mann, ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, hoffentlich aktuell, und wirklich einer meiner besten Zockerkumpel. Für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich dich mit reinnehme. Das heißt, willkommen, Luki. Dann haben wir noch einen, und zwar der gute Invelix oder Inveilix. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es aussprechen soll. Auch da, ganz pragmatischer Gedanke. Nette Bewerbung, hat ein angenehmes Alter, mit dem man sich wirklich identifizieren kann. Ist jetzt noch nicht so alt wie ich, so dass ich da noch ein bisschen Jüngere im Clan habe. Ich habe gesagt, das Alter spielt für mich in erster Linie keine Rolle. Social Media Designer, das heißt natürlich auch, wenn man so an den Clan denkt, was man da vielleicht noch machen möchte, natürlich sehr hilfreich. Scheint ein guter Spieler zu sein, mit dem man auch Ideen umsetzen kann, die vielleicht den Horizont von normalen Content-Creatern übersteigen. Sehr, sehr cool, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Und dann haben wir noch einen 9. Und ihr seht, das ist dann der letzte für heute. Da kommen nämlich dann noch die 2, die ihr wählen dürft. Und zwar der gute Sellout. Der hat mich bei Twitter angeschrieben, aber ohne mich dabei zu nerven. Der hat eine schöne Bewerbung abgeschickt bei YouTube. Da hatte ich das Gefühl, dass das jemand ist, wo ich Potenzial habe, mit dem was irgendwie zu erspielen, nicht nur erspielen, sondern irgendwie ein Projekt zu gestalten, was allen Spaß macht. Und der Sinn von diesem Clan, das ist meine Vorstellung aktuell, ist ganz klar, dass einfach viele Leute ihre Kompetenzen bündeln, um ein Ergebnis herzubekommen, woran alle Spaß haben. Das heißt, die es machen, die es gucken, die es unterstützen, alle möglichen. Und ich glaube, mit Sellout können wir da mit Sicherheit was erreichen. Deshalb, Digi, willkommen, auch du bist dabei. Dann haben wir jetzt noch 2 Plätze frei und diese 2 Plätze werde ich von der Community vergeben lassen. Das heißt, alle, die jetzt schon dabei sind, ihr könnt mir gerne bei Twitter oder Instagram eine private Nachricht schicken mit eurer Telefonnummer. Wir machen nämlich da für die Kommunikation eine WhatsApp-Gruppe auf und ich werde dann auch dafür sorgen, dass wir so am Anfang schon mal auf die richtige Wellenlänge kommen. Dann können wir auch da entspannt diskutieren. Und ihr habt alle anderen bis Sonntag Zeit, 2 Leute auszuwählen, die in den Kommentaren die meisten Likes auf ihre Bewerbung haben. Ich hoffe, für einige von euch ist es nicht zu enttäuschend. Ich habe auch vor, so etwas wie eine einmonatige Mitgliedschaft zu machen, dass wir zum Beispiel jeden Monat ein Gastmitglied mit aufnehmen, mit in die WhatsApp-Gruppe, dass der Ideen einfließen lassen kann, dass der auf seinem Kanal was hochladen kann. Das werde ich alles mit den Jungs besprechen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass der Name nichts mit mir oder meinem Namen vom YouTube-Kanal zu tun haben wird, denn ich möchte, dass die Leute später auch ohne meinen Namen irgendwie einigermaßen was erreichen und da wäre es unfair, wenn ich da von Anfang an meinen Namen reinklatsche. Deshalb schreibt gerne noch Namensvorschläge rein, ein paar gute habe ich schon gesehen und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, wenn ich euch jetzt noch nicht ausgewählt habe, aber ihr habt bis Sonntag 18 Uhr noch die Chance, euch unten zu verewigen. Das heißt, Kommentare runter, Leute, und ganz, ganz viel Erfolg. Ich bin raus, haut rein.